spielen heute Among Us in Real Life. Dazu haben wir ein riesiges Anwesen mit 10 verschiedenen Aufgaben, die von den Crewmates gelöst werden müssen. Wir spielen mit insgesamt 8 Crewmates und 2 Impostern. Wenn alle Aufgaben von den Crewmates gelöst sind, verlieren die Imposter und gewinnen die Crewmates. Wenn die Imposter es aber schaffen, alle Crewmates zu töten, bevor die Crewmates die Aufgaben fertig machen, dann gewinnen die Imposter. Nach jedem Kill muss der Imposter 30 Sekunden warten, bevor er wieder töten darf. Aber jetzt genug gelabert, los geht's. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar heute habe ich die Ehre, die Folge zu leiten. Wir spielen heute Among Us in Real Life. Wir sind immer noch beim Sober Oktober. Und ich werde jetzt Revi diese Schüssel übergeben. Er wird die Moderation machen und die Folge übernehmen. Perfekt. Tim Gabel. Hey. Hey. Hi, Runde. Ich werde jetzt einmal rumgehen mit dem Ding. Zieht einen Zettel für eure Rolle. Jeder nur einen. Ihr wird jetzt gerade geisteskrank gezogen. Ron. Hey Digga, mach doch weiter jetzt. Jetzt machen alle mal kurz die Augen zu. Und jetzt machen nur die beiden Imposter bitte einmal die Augen auf. Und schauen sich einmal an. Alle kriegen jetzt vorne einen Umschlag für eure Aufgaben. Ich sitze in der Regie, werde das Ganze moderieren. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ihr habt ja gesehen, wer es ist, ne? Alle machen ihre Aufgaben. Und die Imposter haben sich bis jetzt noch nichts anmerken lassen. Der Cooldown ist damit abgelaufen, das heißt, jetzt darf schon getötet werden. Gut. Tobi da oben in der Dusche, interessant. Wo ist Jam? Sehen wir ihn irgendwo? Na, okay, da ist Tim. Der Terrassen auf der 11 ist Jam, das heißt, er ist gerade alleine. Die Imposter sind also erstmal losgelaufen, um ihre Aufgaben zu faken. Ron hier mit einem sehr schönen Korb. Macht da gut. Tim ist gerade bei der Flaschenaufgabe. Ist auch gerade tatsächlich alleine. Jam ist am Basketballplatz. Fickt hier einmal kurz den Korb. Trifft nicht. Bis dato alles soweit safe. Jam, geh hinter Ron und Ron ist der Erste, den es erwischt. Oh nein. Okay, Tobi war nur in der Nähe. Und Tobi reportet nicht. Sehr stark gespielt von den beiden. Könnte jetzt jemand was mitbekommen haben? Bis dato nicht. Keiner hat bis jetzt was gecheckt. Die beiden gehen ihre Wege. Alexis kommt jetzt. Schauen wir mal, ob Alexis den toten Körper entdeckt. Ja, sie ist da. Und ich glaube, sie schreibt auch schon in die Gruppe. Alexis übersieht einfach den toten Körper und läuft weiter. Okay. Oh mein Gott, die Arme. Die wird wahrscheinlich jetzt, weil Nico kommt jetzt von hinten und verdächtigt sie wahrscheinlich. Und sie hat sich gecheckt. Oh nein. Oh nein. Jetzt kommen Sascha, Marc und Nico und werden natürlich den Hilfe! Call machen. Dead Body. Leiche! Und wir gehen rein ins Meeting. Okay, scheiße. Da hat Alexis aber gerade richtig reingekackt. Leiche! Meeting! Leiche! Leiche! Nico hat die Leiche gefunden, ne? Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir sind 10 Leute, wir können 3 nicht da sein. Sind ja, 3 Leute tot? 2 Leichen auf jeden Fall, oder 3 Leichen. Also 2 haben wir ja gerade gesehen. Sind 3 Leichen. Warte, wer hat gefunden, Nico? Also Tim. Ich hab Ron gefunden, der lag hier direkt beim Basketballplatz. Aha. Wer fehlt noch? Kati? Hast du keine Leiche? Kati fehlt. Kati war unten am See gerade. Ich bin einfach an der Runde gelaufen, ohne es zu checken. Amar ist auch tot. Ja. Amar ist weg. Moment mal kurz. Also ich bin die ganze Zeit mit Marc und Sascha gelaufen und ich sag euch jetzt kurz eine Sache, die mir verdächtig vorkommt. Ich weiß selber nicht, wo der Brunnen ist, ja, okay? Dann ich weiß auch nicht, wo der Brunnen ist. An der Leiche von Ron war Alexis. Ja, ja. Das stimmt, aber ja. Ich bin einfach nur richtig lost gewesen, wem ich nicht gesehen habe. Da lag da wieder. Aber warte mal kurz. Tobi, warst du? Ich habe oben Liegestütz gemacht, war in Nikos und Saschas Zimmer und dann bin ich zum See runtergegangen. Tim, Gabel. Ja, doch, ich habe ihn gesehen. Ich habe zuerst Rutsche gemacht, dann nach Rutsche habe ich. Hallo. Alexis sagt gerade, ich habe ihn nicht gesehen, dann sagt sie, ich habe ihn doch gesehen. Also wirklich, ich bin's einfach nicht. Hä, keiner ist am See. Ich glaube tatsächlich, Alexis ist realistisch. Ich glaube, Alexis hat Ron getötet. Ja, also du bist es safe. Weil das ja wirklich macht gar keinen Sinn, was du sagst. 30 Sekunden, ihr müsst voten, wenn ihr wollt. Ja, Alexis, ich bin für Alexis. Ich bin einfach los, das ist meine erste Runde hier. Ich bin an Runden vorbeispaziert, sehe ihn und denke mir so, hä, was macht er da unten? Weil ich einfach nur lost bin. Alexis. Ja, Alexis. Okay, dann ist Alexis damit raus. Das ist natürlich ein absoluter Kracher. Aber genauso habe ich es mir auch gedacht. Das ist ja Third Impostering, was sie da gemacht hat.
Das war ja klar. Also ich glaube, wir haben jetzt hier beim nächsten Double Kill haben wir schon einen Win. Double Kill und dann ist Ende. Sobald der Countdown weg ist, können die beiden Double Kill ziehen und dann ist vorbei. Wahnsinn, sehr, sehr gute Runde. Direkt die erste Runde mit Poster holen, das ist natürlich krass. Es kracht und pfeift am Bodensee. Stand 15 gerade Jem mit Tim Gabel. Tim Gabel wartet da die ganze Zeit. Tim will nämlich nicht in die Deckung rein und hat scheinbar Angst. Hat scheinbar Angst, dass da irgendwas passiert. Jem macht aber die Aufgabe und Tim wartet einfach die ganze Zeit nur und schaut sich das ganz genau an. Bis dato kein Emergency Meeting. Kill Cooldown ist ebenfalls weg. Meeting Countdown auch weg. Emergency! Emergency Meeting. Wir gehen rein. Ich hatte ein bisschen Angst vor meinem Leben, ehrlich gesagt, deswegen habe ich geschrien. Jem ist richtig fett am Aufgabenfaken. Du läufst rum, der weiß selber nicht, was er machen soll. Du hast gesehen, der ist erst zu dir gegangen. Also er ist mir entgegengekommen, ja. Ja, der wollte erst zu der Platte gehen. Was es denn? Ist Tim, ich weiß es. Oh mein Gott, ja, ich bin runtergegangen, ich musste ums Haus einmal rumlaufen. Was aufklären. Ich sehe Tim. Hier steht Glas und ich war verwirrt, weil das Plastikflaschen waren. Sehr er läuft dorthin, du bist an der Platte, er hat dann Ding, dann geht er erst irgendwie dort zu dieser Tischtennisplatte. Ich wollte erst zum Bierpong, ja, und dann war er da. Dann ja, aber du standst dann dort so lost rum, dann ist er runtergegangen. Ich wollte dich fragen, aber dann ist mir eingefallen, ich dachte, dann ist er beim Bottleflip, okay, und dann deine Aufgabe, ihn zu beobachten. Das meinte ich, das wusste ich halt nicht. Das ist Bro, lass mich doch kurz ausreden, bitte. Und dann hatte ich Schiss, dass du mich gleich umbringst. Also der steht da unten und ist beim Bottleflip, guckt dann um, fängt an die Flaschen, also so, und fängt an die Flaschen aufzumachen. Also der macht gar nichts, ja, steht da die ganze Zeit. Ja, aber wie gesagt, also Tim will jetzt vertuschen, ist logisch, weil er ist Verdacht, er will vertuschen, indem er jetzt aber aufmacht. Aber hat er irgendwas gemacht? Also ich Aufgaben? Was wollte Tim jetzt sagen? Ich will nur sagen, er wird nicht. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Bottle-Challenge haben. Okay. Ich dachte mir so, hey, Glas, ich sehe kein Glas. Dann habe ich ein Glas gesehen. Dann hat er Emergency gerufen. Ich will kurz sagen, Tim war gerade in der Runde davor sehr zurückhaltend und Fragen wiederholen. Jetzt geht er in die Offensive, ist komisch. Ja. Was aber krass wäre, wenn ihr beiden es seid. Aber eine kurze Frage. Bro, wenn wir waren jetzt am Anfang gar nicht sein. Warum macht er dann fehlt Emergency? Jemand, ja, das ist gar nicht sein. Fehlt jemand, wir sind 6 Leute. Fehlt jemand. Bro, er hat die ganze Zeit Tasks gefällt. Ey, Sascha, ich würde mal sagen, ich habe Tobi gesehen, sah alles sehr entspannt aus. Zwei Kills noch und den Poster. Ey, Bro, jedes Mädchen mag Tim ist es. Tim ist es. Ich habe Tobi beobachtet, der hat schon sehr... Er hat sehr gewissenhaft seine Sachen gemacht. Ich habe Tim beobachtet, ich musste ums Haus gehen. Nico, Digga, der hat sich null um die Aufgaben gekümmert. Ich habe doch hochgehalten. Bro, du hast nur hier rumgeguckt. Und er hat den Emergency Key ausgelöst. Fehlt gerade jemand? Fehlt jemand? Nein, alle sind am Ende. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann sagt, er konnte nicht killen, weil er mit ihm war. Ja, wenn er wollen würde, könnte er Emergency Meeting machen. Für einfach. Ich hatte wirklich... Ich würde skippen jetzt. Skippt einfach, ich sag nicht nur Aufgaben gefakt. Wenn einer von euch auffällt, dass der Aufgaben fakt, dann wisst ihr es. Entweder Tim oder Tobi. Skip. Es bleibt spannend. Ja, Tim da auf jeden Fall sich selber ein bisschen sus mitgemacht. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil er stand doch die ganze Zeit, hat halt quasi auf Jem geguckt. Das macht's halt dann ein bisschen verdächtig auch für Außenstehende. Aber gut, wir warten ab und schauen. Tim hat auf jeden Fall nicht schlecht gespielt. Mark wohl gerade umgebracht oben im Raum. Und Geist Amar teabaggt ihn. Das ist interessant, das haben wir so noch nicht gesehen. Das scheint eine neue Geschichte hier bei Among Us zu sein. Jem läuft gerade unten, sehr gefährlich. Sascha ist draußen, Tobi kommt ihm jetzt entgegen. Könnte es jetzt machen und dann ist das Ding vorbei. Jem ist bei Tim und bringt ihn um. Ihr könnt die Augen aufmachen. Die Imposter haben gewonnen. Digga, wir beide. Bruder. Bro, die spielen es zum ersten Mal. Wir spielen gestern 4 Mal. Wir kriegen es gar nicht hin. Ey, GG's, Mann. Klassisches GG an der Stelle. Stark. Digga, krank. Bruder. Krank, wow. Ja, wir beide direkt. Digga, Alexis hat ja so reingeschissen. Also, anstatt dass sie mich einfach reportet, sie läuft halt mir vorbei und macht die Aufgabe. Ich lag so auf dem Boden. Wie soll ich eine Übung machen? Und ich guck dich so an und du so, ja. Also ich habe ihn nicht gesehen, es wäre perfekt gewesen, weißt du? Wir gehen weiter in die nächste Runde und ich würde sagen, ihr dürft alle mal wieder die Augen schließen. Ey, wenn Cem noch mal Imposter wird, ich wüsste. Alle machen jetzt bitte einmal die Augen zu. Und die Imposter dürfen sich jetzt einmal gemeinsam anschauen. Augen einmal auch bei den Impostern, bitte. In der Gruppe sind natürlich alle Countdowns wieder drin. Sascha und Kati ziehen die Tornis in der Küche weg. Ach, Sascha, Ron und Kati.
ob ihr das aufgefallen ist, was Ronda gemacht hat. Ich glaube schon. Jam steht jetzt gerade neben Kathi. Und Kathi ist tot. Ron ist gerade draußen. Die Frage ist jetzt halt, wenn er reinkommt, sieht er Kathi da liegen oder nicht? Bis dato ist sonst noch nichts passiert. Und wir haben Leiche. Einen toten Leiche. Button. Gefunden hat die Leiche der liebe Ron. Und eure Zeit startet jetzt. Wer ist tot? Also ich habe Kathi gefunden. Sie lag bei der Küche, bei den Wasser. Also ich kann sagen, dass es Sascha ist es nicht. Der hat sofort mit mir Liegestütz gemacht. Sascha und Tim sind es nicht. Nico war auch, kann ich bezeugen. Tim war es zu 100%. Spaß. Ey, ich habe Tim gesehen, er hat sie umgebracht. Ja. Hast du echt? Was? Ja, ja. Hast du gesehen? Ja, ja. Nein. Aber wo warst du? Ich war hier, hab das Ding geäxt, bin durchgegangen und dachte echt, Kathi, weil sie so langsam getrunken hat, dann bin ich hier einmal rum ums Haus. Jam kommt mir entgegen, sie legt sich hin. 100%. Okay, kurze Frage, warum war 100%. Welche Aufgabe hast du gemacht, Jam? Richtig. Ich wollte gerade hochlaufen. Aber was war deine Aufgabe? Was, also was interessante Wende, die wir hier haben. Jams jetzt gerade durch gedreht bekommt gegenüber Marc. Wäre krass. Ja, aber du kannst doch neben ihr exen. Ja, okay, Jeremy, ist es also. Ich habe ihn wirklich gesehen. No, also jetzt Cooldown missachtet, aber das wusstest du nicht. Nein, Bro. Cooldown war richtig, stimmt alles. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Wenn wir Jam jetzt rausvoten, wir wissen es ja nicht. Ey, Sascha, ich habe ihn wirklich gesehen, ich meine es wirklich ernst. Yeah. Ich bin rumgegangen, Kathi ist zusammengesackt und er ist vorbeigelaufen. Aber war da noch jemand anders? Nein. Er ist einfach so. Wollen wir ihn anzassen oder wollen wir ihn nicht rausvoten? Ich habe es gesehen. Jam ist gefährlich, Jam ist ein guter Spieler. Oder, also oder irgendjemand. Er war dort, hat nicht getrunken. Wo warst du einmal? Also ich war draußen am Basketballkorb geworfen. Irgendjemand kann bestimmt bezeugen, dass ich auch getroffen habe. Ja? Also ich habe auch einmal, die hast du gesehen. Ich hab Alexis gesehen, ja. Sie ist nach vorne gelaufen. Wer kann bezeugen, dass er getroffen hat? Bei mir in der Nähe. Aber ich will nur eine Sache sagen. Ich habe gerade die Fußballaufgabe, dann wollte ich hier hoch. Ja, Fußballaufgabe hast du nicht gemacht. Doch, ich habe die gerade gemacht. Ich habe es gesehen, du hast nur so einmal kurz angesehen. Nein, Bro, ich habe komplett die gemacht. Ich will nur eine Sache sagen, Ron ist für mich auch sus, wenn er nicht Jam das ist. Jam ist damit raus und es geht weiter. Viel Spaß. Stark gemacht. Vor allem witzig, weil Ron ja die Leiche gefunden hat. Der ist ja auch... Okay. Gut, Countdowns laufen wieder. Und wir sind wieder in der Regie. Jam auf jeden Fall jetzt hier gerade nicht mit der Killstreak am Start. Hat er nicht so gut gemacht. Ist natürlich auch schwierig. Die Küche ist ein sehr, sehr offener Raum. Da kann man das ganz gut sehen. Nicht schlecht, aber trotzdem. Alle machen fleißigst ihre Aufgaben. Jetzt ist das Ding, Ron geht gerade runter mit Amar. Und Amar ist tot. Oh, jetzt hätte natürlich Ron, der da unten gerade geht. Jetzt hätte ich, ob Nico und Marc ihn von oben gesehen haben. Das ist natürlich jetzt die Frage, gell? Kann natürlich sein, dass die beiden das jetzt gar nicht spitz bekommen haben. Und vor allen Dingen ist es da unten echt abgelegen. Ne? Also Omar wird jetzt halt da wahrscheinlich nicht gefunden werden. Bis da mal jemand runterkommt, dauert ein bisschen. Ron hat auf jeden Fall jetzt gerade noch einen kleinen Cooldown von 30 Sekunden. Der müsste aber jetzt schon wieder abgelaufen sein. Das heißt, er könnte jetzt schon wieder den nächsten Kill machen. Kathi ist als Geister und kann natürlich jetzt Omar auch nicht reporten. Schwierige Nummer. Emergency Meeting, wir gehen rein. Und eure Zeit läuft. Ich habe das Emergency gecallt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es Marc ist. Nein, ich habe die Dosen aufgestellt, Bro. Warum hast du nicht geguckt? Ich durfte mich nicht umdrehen. Also, er ist auf jeden Fall, er ist mir extrem unangenehm gefolgt. Einer ist auch tot. Einer fehlt. Nee, Kathi wurde umgebracht. Amar ist tot. Amar ist tot. Ist nicht gefunden worden. Niemand hat sie gefunden bisher. Also ich fand, Marc hat sich gerade, ich habe gerade wirklich Angst gehabt vor Marc, weil er mir wirklich sehr krass gefolgt ist und das hat mir gar nicht gut gefallen. Und die Aufgabe mit den Pyramiden hat er unglaublich schnell fertig gemacht. Ich habe es nicht gesehen, er hätte mich oben umbringen können, aber von unten hätte man es gesehen. Und dann ist er zurückgekommen, Tobi war noch da, er hat nichts gemacht, aber sehr, sehr komisches Verhalten. Ich glaube, Marc ist es. Ey, ganz kurz, welche Aufgaben hat wer gemacht? Du, jetzt gerade? Ball hochhalten. Du? Ich war gerade auf dem Weg zum Riegel. Und davor? Was hast du da unten gemacht? Den Riegel gibt's nicht mehr. Was? Ron ist Ganz kurz, ey, den Riegel war gestern noch, als ob ich mir das durchlese. Jetzt mal ehrlich.
Zum Verständnis, Ron gibt gerade vor, eine Aufgabe zu machen, die wir in den Proben hatten, die aber für den Dreh rausgenommen worden ist. Boah, ich bin zu voll, mir das durchzulesen, Digga. Ja. Es ist jetzt bei mir als werde ich... Gott, hast du nicht ich hab ihn gesehen. Und danach war auch lang. Ich weiß, aber ich lese mir das. Was hast du davor gemacht? Ron und Amar umgebracht, oder was? Ich war unten, ich hab die Steinaufgabe gemacht, aber da war Amar. Ey, Ron, tut mir echt leid. Also, niemand sagt, yo, ich lese mir die Aufgaben nicht durch, ich mach blind welche. Es tut mir echt leid. Ey, mit den Aufgaben ist eh man checkt das nicht, Digga. Und ich wollte einfach diesen scheiß Riegel holen, weil ich den gestern schon dreimal geholt habe. Für mich war diese Aufgabe richtig safe. Wenn Ron jetzt einfach wirklich nicht durchliest, was für Aufgaben er macht und wir ihn rausvoten als Unschuldigen, dann bin ich sauer, Alter. Es stimmen alle für Ron aus, Alexis. Ron ist damit raus und Ron war Imposter mit Jem. Ihr habt gewonnen. Manchmal ist es nicht verkehrt, sich auch die ganzen Aufgaben durchzulesen, weil wir haben nämlich extra nochmal angepasst. Schade, wir gehen sofort in die nächste Runde. Die Nacht zieht auf und nur die zwei Imposter wachen gerade mal auf und schauen sich ein bisschen an. Das ist eine sehr interessante Paarung, wenn man das so sagen darf. Sehr stark, sehr, sehr stark. Wir schauen mal, wie das hier ausgeht. Meeting Countdown ist in 10 Sekunden eröffnet. Das heißt, wenn jetzt jemand schon was sehen sollte, könnte er natürlich jetzt direkt ein Emergency Meeting callen. Macht natürlich wenig Sinn. Und der Kill Countdown wird gerade von den beiden beachtet. Meeting Countdown ist damit weg. Das heißt, jetzt kann, wenn man möchte, ein Meeting gecallt werden. Der Kill Countdown ist weiterhin am Laufen. Fängt relativ entspannt hier an. Und ich krieg gleich das Signal von der Regie, wenn dann der Kill-Countdown auch abgelaufen ist. Müsste jetzt gleich dann soweit sein. Bis dato ziemlich ruhige und entspannte Runde. Alexis ist dran, gerade die Dosen zu stapeln. Eine der nervigsten Aufgaben, gerade mit dem Wind. Leiche! Also ich habe Nico gerade gefunden, Nico wurde getötet und ich sage zu 95% ist es, ich sag eher zu 80%, weil einer hätte hochrennen können. Sascha war auf Marx und Amars Balkon, also er könnte Nico getötet haben. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, aber er war der Einzige, der oben war. Ey, wir kürzen ab, ich habe Sascha gesehen, ich war unten mit Kati, Amar, ich habe perfekten Blick gehabt, er ist von der Seite gekommen, hat ihn getötet. 100%. Ich war auf dem Balkon, aber da war kein. Also ich hab's gesehen, ich hab's ja gesehen. Ich hab es gesehen. Sascha war's. Ihr habt gesehen, dass ich perfekt hochgucken konnte. Auf dem Balkon ist die Leiche. Wo warst du? Ich war direkt unten am Meer. Ich hab's gesehen. Ich hab ihn nämlich vorhin mit Alexis auch hochgehen sehen. Er ist nämlich so an Alexis so vorbeigeschlichen, hat so auf sein Handy geschaut. Keine Ahnung, was da war. Ich weiß, dass die Reihe hier komplett safe ist, weil sie unten war. Das heißt, oben ist kein Kill gefallen von Geißen. Und genau diese Diskussion sind der Grund, warum ich das Spiel so liebe. Die kriegen sich gerade alle richtig geil in die Haare und nur ich weiß genau, was hier abgeht. Macht so unfassbar Spaß, richtig nice. Ja, Digga, dann seid ihr dran. Wir gewinnen das Ding. Marc schaut von unten nach oben, was willst du machen? Ja, so, das ist halt dumm. So spielt mir, haben wir extra gesagt, so spielen wir nicht. Ist halt was anderes, wenn man das Ganze irgendwie spielt, wenn man eine echte Vision hat, nicht wie in-game, wo man so ein bisschen visionmäßig beschnitten ist. Hier ist natürlich was anderes, Chat. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen feilen, aber je öfter wir das spielen, umso besser wird es halt. Aber stark gespielt auf jeden Fall. Natürlich die Frage, macht Tim Gabel das alleine oder nicht? Schauen wir mal. Alle gehen ihren Aufgaben nach. Ich meine, mit 2 Kills am Anfang ist es als einzelner Imposter schon noch gut möglich, das Ding jetzt zu holen. Meeting Countdown ist damit abgelaufen. Das heißt, wenn jetzt jemand wieder was sehen würde, könnte er ein Meeting einberufen. Aber bis dato sieht alles ganz gut aus. Tim läuft hier gerade runter zum Strand mit Nico. Der ist ja schon tot. Da kann nicht viel passieren. Und die anderen machen gerade ihren Kram. Und der Kill Countdown ist jetzt quasi abgelaufen. Ist natürlich auch ein bisschen der Druck bei Tim da. Hier schnell irgendwie zum Schuss zu kommen, denn ansonsten wird es eng. Und jetzt 2 Kills zu machen, jeweils mit 30 Sekunden Cooldown dazwischen, ist machbar. Gerade dieser Initial
Countdown am Anfang nervt ein bisschen. Jetzt muss er natürlich eine Opportunity finden. Auf der 17 sehen wir gerade Kati und Tim. Und Tim nutzt die Opportunity nicht. Interessant. Geht die Rutsche hoch? Man könnte natürlich davon ausgehen, dass er die Aufgabe faked und jetzt würde er vielleicht Sascha. Dreht sich um und Jam geht down an der Rutsche. Dann ist natürlich die Frage, hat jemand noch die Rutschenaufgabe oder nicht? Für Tim sind jetzt wieder 30 Sekunden Countdown. Ich habe das hier überwacht und er könnte schon wieder zuschlagen. Und das wird er nach Gefühl auch einschätzen können. Er weiß ja selber im Kopf, er hat das Spiel ja schließlich gemacht. Müssen wir ihm gar nicht sagen. Okay, starker Kill, bis Jam da mal gefunden wird. Wahnsinn, okay. Jetzt versammeln sich alle so langsam wieder im Haus. Und noch keinem fällt auf, dass Jam fehlt. Emergency! Also, ich will mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einer fehlt. Ja, zwei sind gestorben durch Sascha. Und einen haben wir rausgevotet, Sascha, das heißt, eine Person ist tot. Muss ich setzen? Wer ist gestorben? Jam. Jam ist Nee, ich will was sagen dann. Okay, warte, dann will ich auch kurz was sagen, weil Jam war tatsächlich vor nicht mal einer halben Minute noch hinten bei der Rutsche. Mit Kati. Mit, und Kati und Tim. Kati und Tim genau, waren da. Genau, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Ich bin weggegangen extra und Tim ist gekommen, der ist vor ihm zur Rutsche gegangen und Jam stand daneben und wollte die Aufgabe dann machen. Du hast so komisch geschaut, weil ich den Ball nur einmal hochgehalten habe. Ich bin eine Frau, wir haben gesagt, ich muss nur einmal hochhalten. Zweimal. Okay, dann muss okay, ich nochmal machen. Okay, du hast mich gerade auch gesehen. Nee, dann muss ich nochmal machen. Ich dachte einmal. Du hast mich doch da gerade gesehen. Also, du das ist sehr auffällig gewesen. Gerade. Ich habe zuletzt Jam und ihn an der Rutsche gesehen. Also, um das Ding kurz zu halten zwischen Kati und Tim. Ja, es ich ist ein Ding Tim, zwischen Kati. Also ich habe Tim, ich hab Tim oben auch gesehen eben. Ich weiß nicht, ob er so schnell war. Als Imposter darfst du ja, nicht. Yo, Bro, ja, als ob ich im Garten renne. Also gerade in solchen Situationen, wenn man vielleicht, weil man es gar nicht verdient hat, verdächtigt wird, sich rauszureden, ist manchmal gar nicht so leicht. Ich bin mal gespannt, wie die betroffene Person das jetzt hier regelt. Das Ding ist, ich will nur sagen, wir können auch so dann noch ein Emergency-Meeting rufen. Wir können es aber auch noch ein bisschen ausspielen. Es darf nur nicht zu einem 1v1 werden oder so, ne? Weil dann haben wir verloren. Ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt Tim einfach rausnehmen. Ey, Bro, aber das ist Bullshit. Du hast mich gerade auch gesehen. Tim will ich nicht. Also Real Talks macht keinen Sinn. Okay, dann ist es für euch jemand. Okay, dann würde ich Kati rausnehmen. Okay, jetzt muss ich bei uns machen, würde ich Kati rausnehmen. Kati sagt zu viel, finde ich. Mein Lügner sagt viel mehr, als er sagen muss. Ich würde auch auf Kati. Ich würde nicht auf Kati. Ich will nur eine Sache sagen bei Kati, sie ist so witzig, weil sie ist so nervös, sie will nicht jemanden töten, da geht sie extra dort irgendwo ganz anders hin und zack. Hand hoch, wenn ihr Kati raus haben wollt. Kati ist dabei mit raus. Und es geht weiter. Ja, siehst du? Digga, klapp mir doch. Dumm. Es geht weiter, viel Spaß. Digga, ist halt so lächerlich. Guck mir in die Augen. Ups, sorry. Hey, geil. Genau deshalb liebe ich dieses Spiel. Sehr, 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 sehr stark. Dass Tim nochmal so gesagt hat, nein. Lass uns nicht voten. Obwohl er wusste, dass der Vote durchgeht. Unfassbar gutes Cover-up von ihm. Zwei Kills noch nicht das Ding durch, wirklich. Also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Kill-Cooldown ist noch nicht eröffnet. After-Meeting-Cooldown ist durch. Das heißt, man könnte jetzt schon tatsächlich einen weiteren Meeting-Point einberufen. Und der Kill-Cooldown läuft weiterhin. Es bleibt spannend. Wir hatten noch keinen Sieg der Innocence über die Aufgaben nur. Dem darf noch nicht töten. Das ist natürlich jetzt die Frage, schafft er es jetzt nochmal zweimal zuzuschlagen und holt hier den entscheidenden Punkt für sein Team? Ronda natürlich am Anfang noch sehr stabil unterwegs hier unten mit Amar. Die beiden auf jeden Fall zusammen und der Kill-Cooldown ist auch abgelaufen. Das heißt, der Imposter könnte jetzt wieder zuschlagen. Tim ist hier am Basketball werfen. Maschine. Tim ist in der Küche alleine. Könnte natürlich jetzt hier
Wo warst du gerade? Ich war oben, hab Selfie gemacht. Wo warst du gerade? Krokodil-Selfie, hab Tim gesehen. Das Ding ist halt, also er ist wirklich eigentlich geistesgestört gut im Bottleflip und er hängt dort. War Spaß, Amma. Wirklich, es war wirklich Spaß. Ich bin runter, weil ich dachte, wenn wir drei unten sind, Tim war mir heftig verdächtig. Ich mein's echt. Warte mal kurz, du hast Bottleflip als Aufgabe? Guck mal, er will einfach. Das war eh falsch. Hast es du gibt Bottle? Keine Bottleflip-Aufgabe. Ich bin einfach runter und dachte. Gibt's nicht mehr. Ich glaube, die Aufgabe gibt's gar nicht mehr. Wenn ihr beiden gerade oben wart, dann würde ich Marc sagen. Was? Ja, es gibt keinen Bottleflip mehr. Nein, dich habe ich gesehen. Aber es ist auch nichts passiert. Marc hat gesagt, ich bin's. Ja, stimmt. Ist ja nichts passiert. Aber warte mal, es gibt keine Bottleflip-Aufgabe mehr. Hat irgendjemand eine Bottleflip-Aufgabe? Ich bin 100%. Hast du eine Bottleflip-Aufgabe? Es gibt keine mehr, Bro. Dann bist du raus. Es ist auch gefährlich, wenn wir jetzt rausvoten, weil wir sind dann nur noch vier Leute. Ja. Also nur so. Also es ist gefährlich. Okay. Oh mein Gott, das finde ich auch cool. Tobi ist der. Ich habe Aufgaben durch. Was ist es? Oh, Aufgaben durch ist geil. Ich bin durch. Aufgaben durch, ja, dann ist doch 100% er. Ja, ich bin es nicht. Aber was, wenn es Amar ist? Weil der sagt die ganze Zeit, was du der lauteste in der Runde. Ich kann Amar helfen. Er hat wirklich das. Aber was, wenn es du bist? Hast du aufgeäxt? Okay, ich habe meine Aufgaben fertig gemacht. Du hast eine Minute. Was ist mit dir? Hat der irgendwas gemacht schon? Kannst du jetzt safe? Ja, okay, du hast auch fertig deine Aufgaben, dann ist es doch Tim, seid ihr wahnsinnig. Ich bin halt nicht 100%, es geht doch gar nicht anders. Oder einer hat hier gescappt mit den Aufgaben. Ich finde eine Sache geil. Ich hatte lass viele uns lange Aufgaben. Darf ich kurz? Sekunde. Ich rede gerade. Ich muss Tim warte, darf ich kurz reden bitte? Ja. Lass uns Sekunde. Mal. Lass okay, uns mal. Lass uns Tim raus. Ey, ich sag, sag, erzähl. Ja, ey, vote mich raus. Votet, egal. Oder es geht sag, sag, du hast noch Zeit. Oder es geht um was passiert. Du hast Zeit. Ihn oder nicht, oder mich, oder wen? Ich bin für Tim. Ich will skippen. 4, 3, nein, wir wissen ja nicht. 2, 1, ihr wollt alle Tim raus? Tim ist raus und der Imposter. Ja! Ja. War eine super, super geile Runde Among Us. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wollt, dass wir das mal richtig geil und groß mit Kostüm und allem drumherum aufziehen und jemand zufällig eine 500.000 dafür hat, gerne, wir sind dabei. Checkt auf jeden Fall alle Kanäle aus, die dabei sind. Gäste heute. Danke an die Gäste! Alexis, Tobi und Kati. Wir sind die Allerjüngsten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.